Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem kurzen Video. Die Spatzen pfeifen jetzt schon von den Dächern. Nachdem Nintendo mit NES und Super Nintendo Mini die Miniaturversion der Retro-Konsolen rausgebracht hat, recht erfolgreich, möchte Sony nachlegen. Verletzen sie im Fachmarkt jetzt andere auch, das sieht aus wie so ein Gameboy. Da sind auch ein paar Spiele drauf, ich habe es mir aber nicht geholt. Das ist für mich ehrlich gesagt uninteressant. Diese Trittbrettfahrerteile interessieren mich da halt sich wenig. Und zwar, ich habe hier leider nur die Mini-Version, so wird die nicht aussehen, sondern wie die Ur-Playstation in kleiner. Ich bin mal gespannt, welche Spiele dann dafür kommen. Dafür wird es wohl abhängen. Was ich erwarte, ist die Crash Bandicoot, meinetwegen erwarte ich für die Mini ein Tomb Raider, wäre schön. Was ist noch gekommen? Gran Turismo wäre ein Titel, der kommen könnte da drauf. Aber welche Titel auch immer dafür rauskommen, es wird wahrscheinlich von den Features des Gerätes abhängen, ob es interessant ist oder nicht. Die Bildqualität. Wird die Bildqualität mindestens HD Ready, also 720p sein, auf dem Bildschirm von diesen Spielen, dass man wirklich mit Kantenglättung und allem Unterschied sieht. Dann noch eine Speicherfunktion wäre schön. Bei Tomb Raider gab es ja immer nur diese Kristalle zum Speichern. Deswegen wäre das schön, wenn das quasi ein Immer-Speichern wäre. Vielleicht sogar so eine Rückspulfunktion, wie beim Super NES Mini. Im Controller werden zwei dabei sein, halt wie die PlayStation-Controller sehen die halt aus. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Ur-PlayStation-Controller dabei sind. Das heißt, ohne Analogsticks. Rauskommen soll das Ganze im Dezember, 100 Euro kosten. Das hängt wirklich davon ab, welche Spiele dabei sind. Wobei ich mir so recht, ja, das Ur-Tomb Raider ließ sich am Digitalpad steuern. Aber Crash Bandicoot und so, ich weiß nicht, das hängt davon ab, welche Spiele sich denn mit dem Digipad steuern lassen. Das wäre natürlich blöd für Gran Turismo beispielsweise. Das mit Digitalpad steuern müssen oder sich einen Controller dazu kaufen müssen. Im Nachhinein finde ich es ein bisschen schade, dass die Analogsticks-Controller nicht dabei liegen. Ja, was könnte man sonst noch dazu sagen? Ich bin mal gespannt, wann es kommt, wann es vorbestellbar ist, welche Spiele rauskommen. Ja, vielleicht mittels Adapter. Ob man andere Controller anschließen kann. Ich habe mir jetzt gar nicht so richtig angesehen, waren das jetzt so Spezialanschlüsse? Da war ja so ein Bild abgebildet, glaube ich. Oder waren das USB-Ports? Weil per USB-Port, ich habe einen Adapter für USB. PlayStation auf USB. Damit konnte ich die PlayStation 2 Controller sogar auf der PlayStation 3 verwenden. Mit diesem USB-Adapter. Naja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wann das wohl kommen wird. Vor allem, welche Spiele rauskommen, welche Features sind. Lassen wir uns mal überraschen. Damit sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Hachen auf die Dinge, die da kommen mögen.